Und ja, 12 sind das jetzt, ne? Ja. 12 keys we have now. Leaving just one more. Ja, aber wenn du verreckst, ne? Wer macht denn dann irgendwas mit diesen Schlüsseln? Now, Sora. Darkness and light's final clash. Kairi! You require motivation. What? Kairi! Why her? Why? I have done it. Xehanort! You okay? Ultima! Stop, son. Hat nicht theoretisch 13 Schlüssel? Hat so sein eigenes. Riku! Und ja. Now, the Keyblade War will finally reach its conclusion. Oh, wie das ist selber. Ah, the Keyblade is complete. Kingdom Hearts, I call upon your true form. Open now and show me the world to come. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben verloren. Was passiert denn gerade? Und da kommt Donald und Goofy. We thought you might be able to use a couple of more half points. Donald. What? Goofy. Capricorn. You can't do anything without us, Sora. Now wipe those tears. And let's go stop Master Xehanort. Yeah. But he controls Kingdom Hearts now. And Kairi. You worried? Guys, sorry we took so long. Had a couple of plot points that needed ironing out. Hmm? Master Xehanort. Let's back what is it? He opened Kingdom Hearts. So what now? Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Your Majesty, Riku, are you okay? We're fine. Yeah. What hope? It's Xehanort. During the Mark of Mastery exam, we learned that he can transcend space and time. He's a portal, and we can use that to trap him. But it won't be easy. Aqua,
Riku, I'll need both your help if we're gonna push Xehanort out of this world. Understood. Wait! I'll do it. What? Kingdom Hearts is a much bigger threat. Let me handle Xehanort while you guys keep it shut. Ja, ich schaff das schon. Ich habe schon 10 Kämpfe hierhin gemacht. Ich meine, right. Eigentlich müsste ich am erschöpfsten von allen sein, aber was soll's. Okay, Sora. I got this. You can't forget about us. Without Keyblades, it's not like we'll be much help here. Three half pints together again. Let's move. The darkness is spreading. Sora. Huh? Oh. Hey. Kairi will be all right. I can feel it. Ja, natürlich, alle sind bisher zurückgekehrt. Muss ja jetzt ein Unterschied da sein. Box, das sind uns beide seine. Also aus Dream of Distance. Ha. Okay, das sieht irgendwie episch aus. Dieses schwarze Herz. Die alles entscheiden. Okay. Bezweifle aber, dass es das war mit Xehanort. Where are we? Eine neue Welt, so wie es ausschaut. It's beautiful. Right, we need to find Master Xehanort. Yeah. Was ist das hier? Okay. Glasar abgeschlossen. Die Chi-Klinge. Wie habe ich hier eins verpasst? Das gibt es jetzt einfach nicht. Und da ist die Stadt, die Welt aus dem Intro. Und wir können einfach so, okay. Lass mich mal ganz kurz hier speichern.
So, ich würde gerne diese eine letzte Truhe noch finden und dann, weiß ich nicht, Schluss machen. Ja, eins. Hier geht sehr viel gerade ab. Und was sehen wir jetzt hier hochgehen? Ach man, ich kann kein Foto von all denen machen. Na verdammt, sieht man nicht. So, ich muss wissen, wo die letzte Truhe ist. Geht so nicht. Ich nehme an, das ist die letzte Truhe, ne? Also gucken wir uns hier noch mal sehr gut um. Irgendwo muss es ja hier sein. Ich nehme an, da wo die Kämpfe stattgefunden haben, sind sie nicht, ne? Aber okay. Ich bin schon wieder hier, aber wie habe ich das schon wieder gemacht? Muss ja in einem dieser Gänge hier sein, ne? Alter. Und wie es ausschaut, ich weiß ja nicht, wie groß diese eine Welt ist jetzt, aber sieht schon so aus, als ich bin schon wieder. Wie mache ich das? Ich will gar nicht hier hin. Boah. Ja, ich laufe die ganze Zeit hier im Kreis oder fliege im Kreis. Mehr oder weniger. Oh, ich nehme an, Sigma kehrt nicht mehr zurück. Schade. Ah. Schon, wo ist die allerletzte Truhe? Darf jetzt nicht wahr sein. Und ja, ich frage mich, wie das hier alles ausgehen wird. Die, weiß ich nicht. Die Schlacht endete ein bisschen anders, wie ich mir halt vorgestellt hatte. Das Ödland. Ist da vielleicht irgendwie eine Truhe? Weiß ich nicht. Aber die Kämpfe bisher waren ganz schön schwieriger, als ich gedacht hätte. Ich meine, die haben eigentlich nur so Mini-Bosse reingepackt überall, aber fast irgendwie zu dem Spiel, weil es ja mehr so, weiß ich nicht, chaotischer ist als die anderen Kingdom Hearts Spiele. Mein Birth by Sleep zum Beispiel ja mehr so für Dings ja ausgelegt, für Kämpfe. Warum finde ich diese eine Truhe jetzt nicht? Da darf es nicht wahr sein. Ich soll jetzt nicht sagen, dass ich diese eine Truhe nicht finde, ne? Irrgarten des Erlöschens. Das müsste eigentlich die erste Truhe gewesen sein, die ich finden müsste. Und ich habe sie verpasst. Wo habe ich denn hier begonnen? Da unten links, ne? Hier, boah. Finalelixier. Jeden Stein umgedreht. Wir haben alle Schätze, so wie es ausschaut. So, jetzt würde ich noch gerne die letzte Fotomission schaffen. Also diesen Dämonenturm fotografieren.
Wo finde ich einen? Ich gehe jetzt noch mal ins Ödland zurück und gucke, ob da irgendwie noch einer ist. Und dann sehen wir ja. Oder die letzte ist hoffentlich. So much has happened here. Ja, vier Herzlose. Das sind keine Gegner. Was sage ich mit Jens Zitt? Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Alter. Let's see. Wieso ist denn das Ding so riesig? Da sind ja irgendwo Gegner. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt hier zurückfliege. Vielleicht ist ja was hier am Anfang. Ein super Boss oder irgendwie sowas. Man kann ja nicht sein, weil hier ist ja das Ding, ne? Keine Ahnung, ich bin neugierig. Ich weiß gar nicht, ob hier optionale Boss überhaupt vorkommen. Ich gehe mal in die letzte Welt, vielleicht ist da jetzt mal aufgetaucht. Ich will noch irgendwie mit irgendwas den Part filmen, bevor ich hier beende. Ja, jetzt ist aber schon spät. Ich werde es gleich beenden. Aber hier ist nichts. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Und die nächsten Folgen werden wahrscheinlich die letzten sein, ne? Oder durch diese letzte Welt da. Ne, ist nicht die letzte Welt. Wir haben eine letzte Welt. Wir haben wortwörtlich eine Welt, die heißt die letzte Welt. Und ja. Wir gehen jetzt zum Speicherpunkt und ja, sehen dann, wie es weitergeht. Ich kann mich jetzt auch dahin teleportieren, aber so, jetzt kann ich jetzt zur Weltkarte. Ja, weiß nicht, sind die Welten hochgelevelt oder so, hat sich irgendwas verändert, bekommt man eine Nachricht, ich weiß es nicht. Vielleicht passiert irgendwann, ich weiß es ja nicht. Nö, nicht hochgelevelt. Vielleicht ist da irgendwo ein optionaler Boss oder so aufgetaucht. Birth by Sleep hat ja zum Beispiel so, dass als Mysterious Figure aufgetaucht ist, dann konnte man im Land des Aufbruchs landen und das war irgendwie voll hochgelevelt. Deswegen, ja. Gut, dann würde ich sagen, ich bin den Part hier und in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wo wir weiter diese eine komische Welt erkunden, ne? Sein gute seid ihr damit einverstanden? Ja, okay, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.